Oh nein! Oh mein Gott! Dafür werden wir jetzt aber eingerankt, ja? Ich bin sehr gespannt, Leute. Es muss doch Gold sein. Ja, oh mein Gott! Was? Was? What? Was geht ab, Schoko? Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Rocket League und mal wieder Ranked, Leute. Und ich habe mein Versprechen, was ich letztes Mal gesagt habe, eingehalten, ja. Und zwar habe ich offscreen noch gespielt, gerade eben noch, ja. Das heißt, ich bin diesmal ausnahmsweise eingespielt, ja. Ich habe noch ein bisschen offscreen gespielt gerade und wir sind jetzt ein Game davon entfernt, eingerankt zu werden, ja. Das heißt, wir haben 9 von 10 Spielen gespielt. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir eingerankt werden. Ich bräuchte Boost, ne. Kann der bitte spawnen? Oh, nice. Perfekt gespawnt. Ich werde jetzt eingerankt, Leute. Und ich bin sehr, sehr gespannt, denn ich denke, wir kommen in Gold sogar direkt jetzt mit dem Einranken, weil ich habe gerade gespielt, ne, wie schon gesagt, die ganzen anderen Games, warte, wie viel waren das? Ich habe 2 schon gespielt gehabt, dann habe ich jetzt 9 Games gezockt, das heißt, ich habe gerade die anderen 7 Games offscreen gespielt und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nice, aber ich glaube, der wäre nicht mal reingegangen und auf jeden Fall sind wir jetzt... Oh, ich habe fast ein Eigentor gemacht, Leute. Auf jeden Fall sind wir jetzt, aber jetzt habe ich ein Eigentor gemacht. Wobei, der wäre sonst auch reingegangen. Alter, ich komme nicht zum Satz. Auf jeden Fall sind wir jetzt fast eingerankt. Und ich habe fast alle Games gewonnen, ja. Ich habe fast alle Games offscreen gerade gewonnen gehabt. Wir haben eine relativ hohe MMR, glaube ich, deswegen und alles. Und ich habe die ganze Zeit gegen Gold 3 Gegner gespielt, ja. Das heißt, das ist schon mal ein guter Fortschritt, würde ich mal so sagen. Oder eine gute Voraussetzung, um in Gold eingestuft zu werden, wenn ich gegen Gold 3 Gegner spiele, ja. Vor allem, weil ich einfach nur Gold 1 letzte Season war und jetzt zocke ich gerade momentan gegen Gold 3 Gegner. Ist auf jeden Fall ganz nice, würde ich mal so sagen. Also die meisten waren Gold 3. Ab und zu war da auch einer dann mal dabei, der Gold 2 war, aber eigentlich waren, oh wow, eigentlich waren immer alle Gold 3. Mein Mate und halt die beiden Gegner und deswegen denke ich mal, oh Gott, das war dumm. Das war so dumm. Ich wollte dann noch gegen die Wand schießen, aber ich kam nicht mehr rechtzeitig dran. Ich hätte sonst ein Eigentor gemacht. Es ist halt jetzt natürlich wieder typisch. Ich gewinne vorher die ganzen Games, ja, dann fange ich an aufzunehmen und verliere natürlich direkt, weil ich am Labern bin und dadurch wie ein Stück Scheiße spiele. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil, keine Ahnung, ich denke, dass ich so oder so Gold komme. Ich glaube, es ist halt komplett egal, auch gerade, ob ich das Game hier jetzt gewinne oder verliere, weil ich halt quasi die anderen Games schon alle gewonnen habe. Und wenn man gegen Gold 3 Gegner spielt, dann kannst du nicht erzählen, dass ich jetzt irgendwie in Bronze oder Silber eingerankt werde oder so, keine Ahnung, ich habe ja jetzt nicht irgendwie gerade erst Gold 3 Gegner bekommen, sondern ja schon die ganze Zeit gegen diese Gegner gespielt und auch teilweise gewonnen und oder fast immer gewonnen. Ich glaube, ich habe nur ein Game verloren tatsächlich. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, deswegen, ich will da jetzt nicht krass lügen oder so, aber ich mal, ja, okay, jetzt verkacken wir auf einmal ultra krass, das ist natürlich klar. Der eine will schon surrendern. Ich weiß nicht, soll ich das? Nein, wir geben noch nicht auf. Es ist 3-0, wir machen mal noch so ein bisschen. Bei 5-0, da würde ich schon vielleicht surrendern, aber wir spielen erstmal noch so ein bisschen, ja, weil, keine Ahnung, ich schwärme gerade davon, dass ich so viel gewonnen habe und auf einmal verkacken wir so krass, das kann ja nicht sein. Kann ich wenigstens, oh wow, das tut mir jetzt echt leid. Sorry. Bam. So, sorry wollte ich schreiben. So geht das. Und ja, ich muss jetzt erstmal mich hier anstrengen, Leute. Wir wollen noch gewinnen, ja. Ich hab natürlich jetzt mit Absicht nur 3 Tore kassiert, um den Gegner eine kleine Chance zu lassen, ja, damit die nicht direkt surrendern. In echt habe ich immer 10-0 rasiert gerade und die Gegner haben immer aufgegeben, instant deswegen. Und ich dachte, das wird dann nur so ein 5-Minuten-Video. Oh mein Gott, ich habe nicht damit gerechnet, dass der den berührt. Okay, wir verkacken ultra hardcore. Vielleicht sollten wir doch surrendern. Okay, schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, Leute, was ihr meint, wie ich eingerankt werde, ja. Was ihr denkt, wo ich ungefähr reinkomme. Oh Gott, wenn er jetzt auch drin ist, ne, ich raste komplett aus. Okay, nice. oh Gott, Leute, es fängt mal wieder sehr kritisch an gerade, ja. Vor allem, das kommt jetzt nochmal so richtig unglaubwürdig, wenn ich euch gerade gesagt habe, so, dass ich gerade fast alle Games gewonnen habe und jetzt verkacken wir halt so hart. Das kommt jetzt so richtig unglaubwürdig vor, würde ich mal so sagen. Ich hatte auch so richtig intense Games gerade sogar. Ich hatte so richtig welche, die gingen die ganze Zeit, waren die 0-0 und dann in der Verlängerungszeit haben wieder noch ein Tor geschossen oder so. Einfach mal richtig intens, Leute. Und das ist jetzt gerade dafür nicht so intens. Ich wünschte, ich hätte lieber so einen... What? Ich dachte, mein Mate fährt dran. Ich wünschte, ich hätte lieber so ein intenses Game hier aufgenommen, was die ganze Zeit 0-0 ist und dann in der letzten Minute oder in der Verlängerungszeit wieder ein Tor geschossen. So, und jetzt, der ist jetzt auch drin. Ich würde sagen, von mir aus können wir jetzt doch surrendern. Das ist natürlich jetzt nicht so nice als letztes Game. Aber dann sehe ich wenigstens schon, was ich bin. Dann machen wir auf jeden Fall noch ein Ehrengame in meinem Rank jetzt. Komm, mein Mate hat eh surrendert, oder? Ich weiß nicht, sehe ich das schon? Ja, wir haben verloren, leider, tatsächlich. Dafür werden wir jetzt aber eingerankt, ja? Ich bin sehr gespannt, Leute. Es muss doch Gold sein. Ja, oh mein Gott! Was?
Was? What? Was? Ich bin einfach in Gold 3, Leute. Ich habe letzte Season in Gold 1 aufgehört. Ich bin Gold 3, Liga 3 und der eine war Platin, aber der hat uns alles komplett zerstört. Aber what the fuck, Alter? Ich dachte, ich komme Gold 1 oder 2. Wir sind aber Gold 3, Leute. Was? Okay, wir machen noch ein Game. Ich habe ja fast schon Angst, jetzt noch ein Game zu machen, aber wir machen es jetzt einfach mal, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt nochmal ultra hardcore verkacken werde und er dann noch mehr denkt, dass ich irgendwie boosted bin oder so. Ich weiß es nicht, Mann. Irgendwann mal, also falls es so weitergeht, dass ich in den Aufnahmen immer so ultra krass verkacke, werde ich einfach irgendwann mal wirklich so einen Gameplay einfach aufnehmen, während ich nicht dabei laber und so. Nur damit ihr seht, dass ich halt wirklich, dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt aufnimmt oder nicht, ja. Weil das hört sich immer mega blöd an, aber wenn man dabei überlegt, was man so labern will und sowas, dann ist es immer so ultra schwierig noch dabei zu spielen, finde ich. Keine Ahnung, weil ihr müsst euch das mal so überlegen. Ich mache mir da mal zu viel Druck, weil ich mache mir immer so diesen Druck, vor allem bei Rocket League, weil bei Rocket League kann man einfach nicht schneiden, ja, man kann hier, oder ich finde, es ist kacke hier, wenn man schneidet, weil man dann halt nichts vom Gameplay mitkriegt, deswegen setze ich hier halt fast keine Cuts, wenn es geht, und dadurch habe ich dann immer den Druck, so dass ich durchgehend durchlabern muss, quasi, und ja, da muss ich halt die ganze Zeit auch so überlegen, yo Ryan, was kannst du sagen, dann habe ich Angst, dass ich mich verspreche oder so, ihr glaubt gar nicht, ich chill jetzt hier so ganz normal, ja, aber ihr glaubt gar nicht, wie viel Druck ich im Prinzip gerade habe, so, ich denke mir so, yo, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verspreche, ich darf nicht kacke spielen, so, sonst denkt die alle, ich bin ultra scheiße, ob das und das ist auch noch ranked, Alter, dann muss ich mich erst recht anstrengen und sowas alles und dadurch passiert das dann einfach mal, dass, oh Gott, ich einfach mega scheiße spiele und mich mehr aufs Reden konzentriere, als aufs Gameplay, weil ich einfach ultra Angst habe, dass ich plötzlich so eine mega lange Schweigepause habe und gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll, so. Deswegen ist es immer ein bisschen kritisch, Leute. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen erklären, weil mein Hirn ist auch irgendwie nur halb dabei. Gerade ist der drin. Nice, good job, Mate. Good job. Bis jetzt habe ich noch nicht ganz so viel gemacht, aber mein Mate macht schon mal ein Tor. Das ist eine gute Voraussetzung. Ich habe einfach nur 70 Punkte, ne? Kann man machen. Es ist mir halt kackegal, ob ich jetzt mit 70 Punkten hier rausgehe oder einfach noch ein paar hole. Hauptsache, wir gewinnen jetzt das Game, ja? Das ist das erste Game, wo wir eingerankt sind. Das wäre ganz cool, wenn ich das gewinnen könnte. Und ich finde es einfach immer noch ultra krass, dass wir in Gold 3 sind, Leute. Alter, wir sind fast Platin quasi, ja. Vielleicht können wir halt wirklich Road to Platin machen. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Pass. Nice, good job. Wir können halt wirklich eventuell Road to Platin machen diese Season, ja. Ich weiß auch, als ich letzte Season so gesagt habe, yo, vielleicht fangen wir auch mit Road to Platin an oder so. Mal gucken. Ich weiß, das ist sehr hochgesetzt und sowas. Und da meinten auch so ein paar, yo, du kriegst das auf keinen Fall hin, bla, 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 bla. Und keine Ahnung was, und jetzt sind wir einfach Gold 3. Also vielleicht steige ich auch wieder ab. Ich kann es mir sogar sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein, dass ich einfach wieder instant absteige bis, ich weiß es nicht, bis, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bis, oh Gott, da, als ob der den nicht reingemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass ich wieder absteige bis Gold 1 oder irgendwie so. Ich brauche Boost, Junge. Hast du den? Nee, ich brauche Boost, Mann. Ich habe einfach nichts am Boost. So, weg mit dem Ball. Bitte lass den Boost spawnen. Nein, schade, hätte ja klappen können. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich wieder ein bisschen absteige bis Gold 1 oder so. Also, es will mich nicht wundern, aber mal gucken. Weil mir kam schon so vor, als ich Offscreen gespielt habe, die Games waren einfach so krass intens teilweise. Ich hatte wirklich Angst, dass ich nur gecarried wurde. Hat's gerade geklopft? Ich kann gerade nicht. Ja. Leute, das war jetzt fast schon Part 2 von Schwester kommt in die Aufnahme, weil einfach schon wieder, immer in Rocket League. Immer in Rocket League. Ist ja nur Ranked. Es ist ja nur Ranked und da ist das nächste Tor. Good job. Alter, wir rasieren jetzt richtig. Wir rasieren jetzt richtig. Oh Mann. Der eine meint schon Smurf, fucking Cancer. Alles klar, also das Gegner-Team freut sich auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, Offscreen, Ranked-Spielen macht auf jeden Fall ziemlich Spaß. Ich habe ja sonst vorher nie wirklich Offscreen gespielt, aber halt dann vorhin ein bisschen, damit ich halt meine Games habe und ich bin viel zu spät abgesprungen gerade. Aber egal. Und es macht einfach wirklich Spaß so, keine Ahnung. Es ist halt so richtig intens und ich kenne das ja sonst so von League of Legends halt quasi, dass man halt Ranked spielt und sich so ultra anstrengt. Und bei League of Legends ist es halt dann so die Sache, ein Game dauert halt 40 Minuten und hier schaffe ich in 40 Minuten halt irgendwie 6 oder ja, mehr Games sogar, oder? Ich meine, ein Game dauert so 5 Minuten. Oh Gott, oh nein! Oh shit, aber es ist auf jeden Fall ziemlich krass irgendwie, so dieser Vergleich, aber es ist irgendwie ultra anstrengend, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade einfach nur 7 Games gezockt, ja, 7 Ranked Games ganz alleine, ohne Aufnahme und mich komplett angestrengt und es war für mich schon ultra anstrengend irgendwie so danach, man fühlt sich so leicht fertig und ja, das wäre dann ein LOL-Game gewesen so quasi, ein LOL-Game Ranked, als ob die, okay, den kriege ich aber nicht mehr rein, als ob der so dran vorbeigefahren ist. Keine Ahnung, ich kenne das. Ich habe früher auch einmal in League of Legends, ich habe den ganzen Tag einmal Rank gespielt, ja. 8 Games oder so. An dem Tag, ich war danach so fertig, das war so, als wenn ich arbeiten gewesen wäre. Keine Ahnung, das ist so richtig. Okay, der Schuss war ein bisschen kacke. Aber egal, vielleicht mit dem Rebound nicht. Nicht, doch nicht, schade.
So, auf jeden Fall genug von LOL gelabert. Ja, da muss ich auch wieder demnächst Rank spielen. Aber ich glaube, das wird richtig... Nein, oh mein Gott. Ich habe mich verklickt. Ich bin so aus Versehen gedriftet und dann zu sehr nach links. Es tut mir leid. Es tut mir leid, mein Freund. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, sonst verkacken wir es tatsächlich noch. Ja, das wäre ein bisschen blöd. Das wäre ein bisschen blöd. Ich meine, wir haben so gut gestartet mit 3-0 und jetzt liegen wir einfach 3-2 zurück. Ich nehme den Ball. Oh, tut mir leid, falls ich dich weggekickt habe. Und schade. Aber es hätte mich auch sehr gewundert, wenn so ein schlechter Ball quasi reingegangen wäre. Aber ich hätte den großen Boost mitnehmen können und glaube ich auch mitnehmen sollen. Aber egal, Freunde. So, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein. Okay, der ist aber nicht drin. So, den haben wir. Und ja, den kann ich auch wegschießen, oder nicht? So, zack. Wir kicken einfach erstmal nach vorne. Ich meine, im Prinzip müssen wir ja nicht so krass viel machen. Ja, wir müssen den Ball nur nach vorne halten oder so. Oder zumindest dafür sorgen, dass... Ah, shit. Da war ich nicht schnell genug. Zumindest dafür sorgen, dass die kein Tor mehr machen einfach. Ja, das reicht ja schon. Wir müssen nur ein bisschen verteidigen. Am besten den Ball einfach so wirklich ein bisschen nach vorne spielen. So. Oh Gott, und jetzt haben wir noch ein Tor kassiert. Weil, oh nein, das ist jetzt nicht so geil. Oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht... Oh shit, das ist so eine Situation, da weiß ich noch gar nicht, was ich machen soll, weil ich einfach mit dem Rücken zum Ball stand und einfach nichts sehe und so. Und den hätten die eigentlich reinmachen müssen. Ich bin ziemlich glücklich, dass der Mate da den verkackt hat, weil der hätte eigentlich drin sein müssen quasi, als ob ich zu hoch geflogen bin. Oh mein Gott, als ob ich zu hoch geflogen bin. Der hätte auf jeden Fall drin sein müssen gerade, da haben wir mega viel Glück gehabt, aber jetzt ist da... Oh, nice, Alter. Mein Mate geht auf jeden Fall ab. Deswegen kann ich auch immer noch nicht fassen, dass ich in dieser Elo bin, Leute. Mir kommt so vor, als ob die halt viel geiler sind als ich. Also jetzt gerade bin ich halt erst recht scheiße so. Aber die können halt teilweise Air-Dribbling und sowas. Und Air-Dribbling kann ich nicht mal, auch wenn ich nicht aufnehme und mich hundertprozentig anstrenge, ich kann kein Air-Dribbling, als ob er ein Eigentor macht. Oh, oh nein. Oh mein Gott. Der war drin, aber hat nicht mehr gezählt. Was? Was? Okay, Gold 3, Liga 4. Wenn wir noch ein Game gewinnen oder so, dann kommen wir in Platin, Leute. Da war Platin 1, der war Platin 2. What the fuck? In was für einer Elo bin ich? Das muss ein bisschen Luck sein aber auch gerade. Das kann ja nicht sein. Leute, ich würde aber trotzdem sagen, danke fürs Zusehen. Alter, hätte jemand von euch gedacht, dass ich in Gold 3 komme? Nein, oder? Das ist schon ziemlich krass. Leute, danke fürs Zusehen. Lasst doch mal eine Bewertung da. Holy shit. Und wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen Video wieder. Ciao.